Der Goldpreis nach dem Sell-off. Unser Experte heute ist Thomas Grüner von Grüner Fischer Investments. Herr Grüner, schönen guten Tag. Verschwörungstheoretiker überschlagen sich derzeit mit immer neuen Theorien, wer oder was hinter dem derzeitigen und plötzlichen Ausverkauf bei den Edelmetallen stecken könnte. Was für Gründe sehen denn Sie für den jüngsten Sell-off? Ja, wir denken, dass dem Goldmarkt jetzt einfach sein im Vergleich auch zu den globalen Anleihen- und Aktienmärkten sein sehr geringes Handelsvolumen zum Verhängnis geworden ist. Und dieses latent vorhandene, aber von vielen Goldanlegern weitgehend ignorierte Risiko kommt jetzt eben voll zum Tragen. Viele Anleger wollten und haben wohl auch in den letzten Tagen gleichzeitig verkauft und trafen dabei einfach nicht auf genügend Nachfrage, um das entsprechende Angebot auch aufnehmen zu können. Der Preis fiel dann folgerichtig und nach dem Preisfindungsgesetz durch Angebot und Nachfrage eben auch steil nach unten. Und über diese diversen Gründe und diversen Verschwörungstheorien, die jetzt derzeit gehandelt werden, sollte man eher schmunzeln. Ich denke, da wird einfach viel reininterpretiert und keiner weiß im Grunde so recht, was genau da passiert ist. Was hat denn jetzt eigentlich zu dem Verkauf geführt? Weil wenn Sie sagen, naja, ist ja immer ein relativ geringes Volumen, die Situation scheint ja dann nicht neu zu sein. Aber wenn es auf einmal alle durch eine Tür wollen, was hätte denn letztendlich dazu bewogen, durch diese Tür zu gehen? Ja, schauen Sie sich einfach mal ganz simpel an, wo wir herkommen. Wir hatten eine gewaltige Fahnenstange bis auf 1921 US-Dollar ungefähr. Der Goldpreis hat jetzt in diesem Absturz bisher nicht mal seine technische Minimalkorrektur von 38% erreicht, also seit dem gesamten Anstieg seit 2001. Und vergessen Sie vor allen Dingen auch dabei nicht, dass diese Aufwärtsbewegung im Februar 2001 bei 254 US-Dollar angefangen hat. Und wir stehen heute nach diesem Crash wohlgemerkt immer noch ungefähr 1200 Dollar höher als damals oder sechsmal so hoch als 2001. Und so richtig günstig ist das natürlich nicht mehr. Jetzt hat ja jeder Experte, ob offiziell oder inoffiziell, immer wieder gesagt, die Notenbanken drucken Geld auf der ganzen Welt, es kommt zur Inflation, ihr müsst etwas tun, ihr müsst euch Gold kaufen. Jetzt sehen wir aber genau das Umgekehrte. Es gibt kaum Inflation. Dieser Kurseinbruch beim Gold, könnte das ein ernstes Warnzeichen sein für genau die entgegengesetzte Entwicklung, für einen bevorstehenden Deflationsschock? Nee, ich glaube nicht, dass dies durch einen bevorstehenden Deflationsschock ausgelöst wird. Sie müssen einfach, denke ich, die Größenverhältnisse beachten. Das ist einfach vor allen Dingen ein markttechnisches Ereignis, denke ich, in einem sehr engen Markt. Zum Beispiel hat dieser größte Goldfonds, der SPDR Gold Trust ETF, der hat aktuell ungefähr einen Börsenwert von 58 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich dazu, allein die BASF-Aktie kommt heute auf einen Börsenwert von rund 81 Milliarden US-Dollar. Und es rächt sich nun einfach, dass der Goldankauf durch viele moderne Konstruktionen in Form von ETFs, Zertifikaten, Fonds und sonstigen Anlagewegeln in den letzten Jahren einfach viel schneller, einfacher und komfortabler geworden ist. Und genau das war bei der amerikanischen Immobilienblase auch genauso. Auch da konnten wir dieses Muster beachten. Und jetzt im Umkehrschluss fällt es eben vielen Anlegern leichter, ihre Goldbestände auch schnell und einfach verkaufen zu können. Und wenn das natürlich in dieser Panik auch viele Stop-Loss-Aufträge, die letztendlich da immer wieder im Handel liegen, auslöst, dann kann eben der Goldmarkt dieses riesige Volumen nicht schnell genug aufnehmen. Und in dieser Abwärtsspirale entsteht natürlich genau diese Self-Fulfilling-Prophecy. Je mehr Anleger ihre Anteile verkaufen, desto mehr Gold muss dann auch von den Initiatoren der Wertpapiere verkauft werden. Und das überschwemmt eben zusätzlich den Markt, was dann wiederum neue Stop-Loss-Aufträge auslöst und ebenso fortgesetzt. Wo ist der Boden? Wo führt uns das Ganze noch hin, Herr Grüner? Ja, ich glaube, den Boden zu finden ist sehr schwierig. Ich denke, die Volatilität wird jetzt erstmal hoch bleiben, weil der Schock einfach bei vielen, denke ich, sehr tief sitzt. Und natürlich auch viele sich jetzt grundsätzlich fragen, ist es wirklich sinnvoll, dass ich einen großen Teil von meinem Vermögen in Gold halte? Ich denke, da ist eine kleine Beimischung, ist nie ein Schaden, aber viele haben es einfach übertrieben. Und einfach nach dem Motto zu rechnen jetzt oder zu sagen, es kann und darf nicht sein, was man nicht wahrhaben will, das ist, glaube ich, immer sehr schwierig und jede Blase in der Geschichte, auch damals am neuen Markt oder bei den Technologiewerten in den USA, die sind alle im Grunde nach so einem gleichen Muster geplatzt und dieser vermeintlich sichere Hafen ist natürlich eben auch nicht von Volatilität befreit und das sieht man jetzt. Und wo da letztendlich dieser Absturz, ob der jetzt schon beendet ist oder noch ein ganzes Stück weitergeht, das ist, glaube ich, auch aus fundamentaler und technischer Sicht, aus heutiger Sicht fast nicht zu sagen. Thomas Grüner von Grüner Fischer Investments zum Goldpreis, zum Kurseinbruch beim Goldpreis. Dankeschön. Danke, gerne.